eben auch da. Aber wer macht Wellen? Das sind Muslime, die Wellen machen. Ja, die Christen leiden sogar als die Muslime in Palästinien. Ja, aber das meine ich ja. Ja, die Christen auch in Deutschland hier, ja, die Christen und die Katholiken, die Gläubigen, die sind gute Menschen. Ja, auch wir, okay, ich bin Muslim, bin stolzer Muslim, aber wenn ich sehe, wie die Muslime miteinander gehen, das ist diese Weltliche. Und der Glaube, es hat nichts miteinander zu tun, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Jeder Muslim weiß, was Allah subhanahu wa ta'ala, ja, durch unseren Prophet, die Botschaften, ja, die in dem Koran stehen, ja, was es gesagt ist, was damit gemeint ist. Aber durch diese weltliche und diese gierige Sein, ja, viele, I just want to finish, my brother, please. Ja, durch diese weltliche und gierige nach Reichtum, ja, hat viele in die Irre geführt. Ja, wir vergessen auch unseren Nachbarn mal Hallo zu sagen, weil wir alle so beschäftigt sind mit dieser weltlichen Dinge. Und Religion geht ja darum, das Gute zu gebieten und das Böse zu verbieten. Sei nett zueinander. Selbst ein Lächeln ist eine Almose. Ja, vergiss dein Bettler nicht. Silt nicht mit dem Bettler. Ja, und lebe nicht für hier, lebe für morgen, für das Paradies. Ja, Jesus, ja, in dem Koran, ein Gesandter Allahs, ein Gesandter Gottes, der wirklich viel Gutes gemacht hat, ist aber kein Kind Gottes. Gott hat kein Kind. Sagt auch keiner. Ja, genau, und das wollte ich halt sagen. Ja, und deswegen habe ich diese Themen, was du gesagt hast, von Sklaverei. Auch in Araber damals, die Sklaverei hat bei denen angefangen, auch, ja, viel früher, haben die auch gegenseitig selber als Sklaven gehandelt. Ja, und dann später kamen die Schwarzen. Und wir Schwarzen, wir dürfen durch unsere Geschichte, ja, wir dürfen how you call it in German, you know, wir dürfen uns nicht gefallen lassen, dass wir Minderheiten, Minderwerte sind. Wir sind genauso Menschen wie jeder andere. Wir dürfen uns nicht behandeln lassen, ja, dass wir zweiter Klasse Menschen sind. Nein, sind wir ja nicht. Jeder Mensch ist gleich. Ja, und auch heutzutage gibt es Muslime, darf ich bitte ausreden? Flex, ich bin noch eine Minute, bin fertig. Heutzutage gibt es Muslime heutzutage, die auch und so in anderen Ländern, ja, Schwarzen als zweitklassiger Menschen halten oder handeln, ja, behandeln. Und das ist sehr schade. Mhm. Das ist sehr schade. Ja. Und deswegen brauchen wir uns als Muslimen auch nicht wundern, warum viele uns heutzutage bekämpfen und viele uns heutzutage in diese Position bringen, dass wir nicht dazu gehören. Punkt. Weil wer sind wir, um über andere zu verurteilen, wenn wir alle aus dem gleichen Gott erschaffen worden sind? You know, so this is my point. Flex, I respect you for what you are doing. You know, to be honest, you are a good man, you are a good brother. Yeah, wir sind in viele Dinge, viele Hinsicht, ja, wir sind in gleichen Meinung. Nur was halt und so um dieses Religion-Thema angeht. Ja, bevor auch, ist es wichtig auch, dass wir an uns selbst anfangen. Wir Muslimen, weil ich sehe viele hier kommen hier mit Herz, erstmal mit Wut, mit Sauerwachs. Was redet Flex hier? Was reden die über uns? Ja? Und dann kommentieren die ja dies und das und alles und so. Anstatt mit dem Verstand und mit Kopf zu gehen. Ja, Situation, denken und dann handeln. Ist sehr wichtig. Ja? Wir müssen an uns selbst anfangen zu arbeiten. Weil das, was wir machen, wie wir agieren hier, es hat nichts mit unserer Religion zu tun. Der Koran spricht was anderes. Ja, und wir agieren hier durch gierig sein, durch gierig nach Reichtum, nach dieser Weltliche. Ja, wir spalten uns. Ja, wir machen Dinge, die mit der Normen und Werte des Islam hat nichts damit zu tun. Die haben nichts miteinander zu tun. Go on, Flex, go on. Bro, okay. Kann ich eine Sache sagen und ich gehe runter, Flex? Ist nur für dich eine Nachricht, nicht zum Thema. Bruder, ich möchte dir ein Video schicken. Hast du Telegram? Ich sag dir mal, was das für ein Video ist. Ein Bruder hat mir nämlich eine Dokumentation geschickt von 1960, wo die an der Kaaba in Mekka einen Sklavenmarkt mit schwarzen Menschen hatten. Ich und weiß. Wir können gleich drüber reden. Ich möchte nur kurz drauf antworten.
Schick mir bitte Urban. dein Telegramm auf privat, ich schick dir das Video und dann kannst du es mal den Leuten hier zeigen, was der Islam ist. Und mach ich, das werde ich machen, Bruder. Ich muss, nachdem ich mit ihm geredet habe, muss ich kurz E-Stream beenden und wieder reinkommen, weil ich habe eine Meldung bekommen. Die melden mich wieder. Okay, Gottes Segen, Mustafa. Ja. Destiny. So, I'm gonna make it very simple for you, my brother. I am black. Yeah. You are black. And I love you as a brother. Okay? Thank you. To get lost. I want your soul to be set free. God, the one and only. Yeah? Das ist das, was wir wollen. Okay? So. My brother, du bist also auf meine Fragen nicht eingegangen. Du hast meine Fragen vielleicht nicht verstanden. Oh Gott. Moment. Hörst du mich? Kannst du mich hören? Okay. Ja, ich höre dich. Guck mal, du bist nicht wirklich auf meine Fragen eingegangen. But I want to say it again. I'm going to repeat myself again. So to be saved. I want you to be with God, with the one and only. Because you're black, I'm black. I'm not sitting here on this stream and lying to you. I'm telling you the truth. I'm telling you facts. So I'm going to show you one thing. And I want you to understand. Ich will nur, dass du verstehst, dass ich dir die Wahrheit sage. Du kannst mir jede andere, sagen wir mal, Sahih-Buch bringen. Ich werde dir beweisen, dass das in dem Sahih-Buch steht. If you are a Sunni, you have to believe in the Hadith. You have to accept the Tafsir. Wenn du Koran lesen tust, steht da ganz klar, du musst die Hadithe und die Tafsire akzeptieren. So, my brother, I'm gonna show you something. Okay? Ich werde meine Kamera. Oder warte, wir machen das ganz einfach. Destiny, I have a question. Wenn du in die Moschee gehst, question I'm gonna ask you. Ja, wenn du in die Moschee gehst, darfst du in der Moschee Bunga Bunga machen? Die Frage hattest du ja schon mal bei einem gefragt, weil Moschee ist wie eine Kirche, also ist ein heiliger Ort. Und dieser heiliger Ort. Ja, es ist ein heiliger Ort, genau. Und okay. Heiliger Ort in dieser Welt, ja, dient ja auch dafür, um sich zurückzuziehen, ja, von dieser Weltliche, um das zu verbinden mit dem Herrn oben. Okay, jetzt muss ich dich unterbrechen. Du hast gerade eben gesagt, das Weltliche und die Moschee ist ein heiliger Ort. Aber warum darf man dann im heiligen Himmelreich 72 Jungfrauen Bunga Bunga machen? Warum? Dankeschön, Flex, für diese Frage. Diese Frage habe ich schon mal vorhin gehört, bevor ich live gekommen bin. Guck mal, ich will dir trotzdem was zeigen. Ich will dir nur damit sagen. Destiny, I want you to wake up. Why? Because I will give you a guarantee that you're not going to see 72 women in heaven and you're not going to sleep with 72 women in heaven. It's a holy place and du wirst diese Frau niemals da oben sehen, diese 72 Jungfrauen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Why? Because in God's presence,
Everything yes. is holy. Mm-hmm. In God's presence, you're not going to have 72 women. Never, ever. This is what I can tell you. It's a holy place. Wait, I'm not finished. I'm not finished. I want to show you something. Between slavery. Yeah. I will prove to you now. I will prove to you that the prophet that you think that is holy, den Propheten, den du für heilig erklärst, dass ein Sklaventreiber war. Wenn du ein Sahih-Buch hast, wait, wenn du ein Sahih-Buch hast, auf und schlag diese Nummer auf. Und ich gebe dir Briefe und Siegel, du wirst es finden. Okay? I'm going to show you. Give me a second. Okay. Give me a second. We want to be honest together, so I'm going to show it to you. So, I'm going to switch the camera. So, Sahih. If your imam knows what Sahih is, it's authentic. Sahih, baby, please. Sahih. It's authentisch. Es ist eine sehr gute Quelle. Sahih. Sunan An-Nasai 4621. It's very authentic because of Sahih. Sahih al-Bukhari. Sahih. It's authentic. So we're going to read. A slave came and gave his pledge to the messenger of Allah to immigrate, and the prophet did not realize that he was a slave. Okay, it's no problem because he didn't realize that he was a slave. It's okay. Then his master came looking for him. The prophet said, sell him to me. So Muhammad, the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said, sell him to me. Why? Since when did the why is he saying sell a slave for me? Okay, no problem. So he bought him for 2 black slaves. Muhammad hatte 2 schwarze Sklaven gehabt. Er hat diese 2 schwarze Sklaven für einen ausgetauscht. Why are you following this prophet? This is not a prophet. He's selling 2 black people for 1 black guy. Please, Destiny, I want to open your eyes so that you will understand that this one has nothing to do with God. This has no combination with God. So now, bevor das nicht heißt, es wurde aus dem Kontext gezogen. Ja, weil viele sagen immer Kontext. We're gonna read the chapter. Chapter. Selling animals for animals. Die bezeichnen uns als Tiere. Destiny. We are mean to be called animals. Because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is selling 2 black slaves here. So he bought him for 2 black slaves. Er hat 2 Schwarze verkauft für einen. Und oben ist die Über... Was rassistisch ist. Destiny, you have to really listen. The Book of Financial Transactions. Are we transactions? Are we black people transactions? Really? Seriously? Yeah, but can I tell you something. So if the Sunni, a Muslim, calls us animals... This is something where I said, okay, this is, you have to really leave this, you have to leave this religion. This religion is not your religion, my brother, because those people were one of the highest people who had slaveries. You are following someone who had slaves. Yep. Destiny. This is facts. Okay. You cannot deny that he had no slaves. He had slaves, mm-hmm. and he sold 2 black slaves for 1 slave. And I just want to tell you, Destiny, Jesus is the way and the truth, not Muhammad. Muhammad is not leading you to anywhere. Because even when Muhammad died, you know what Muhammad said? He said, ich weiß nicht, wo ich hingehe und ich weiß nicht, wo ihr hingeht. This is a sign, also aus biblischer Sicht, weiß man ganz genau, er ist ein falscher Prophet. Er war noch nie ein richtiger Prophet gewesen. Ein Prophet, der Sklaven hat und Schwarze verkauft für einen, hat keine Verbindung mit Gott. Dankeschön, du kannst reden, Destiny. Okay, erstens vielen lieben Dank, Flex, und ja. für die Mühe, auch die Kraft, auch die Villa. Ja, die Villa auf deiner Sicht, dass du
in die richtige Richtung bist und versuchst auch viele zu helfen. Ja, sehr schön, sehr stark von dir, Lukas, weil, genau. Aber was ich sagen will, Flex, ja, vielen lieben Dank erstens, wirklich sehr, sehr, sehr diplomatische Unterhaltung, Augenhöhe, Respekt, Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, aber was ich sagen will, wir vergessen hier auch der Prophet, möge Allahs Segen über ihm sein, sallallahu alaihi wasallam, hat er diese Gabe im Alter von 40 Jahren bekommen. Ja, und davor, kein Mensch ist vollkommen, das steht auch bei euch in Bibel. Ja, es sei, ihr habt einen, in dem ihr sagt, der ist vollkommen, der ist rein. Ja, und wir sagen damals, die Zeit damals und die Zeit heute ist anders. Ja, und die Zeit damals, dass die Menschen so in dieser Sklaverei-Position und diese andere Stufen in diesen, ja, ist halt damals, es gab ja auch damals und so. Ja, und wir dürfen halt die Zeit damals und auch aufgrund seiner Vergangenheit das zu nehmen. Heute, darf ich bitte reden, Flex? Flex, bitte. Komm, das ist so ein Diplomatik, Flex, komm. Okay, okay. Go on. I have to stop here, my brother. I am trying to teach you as a black brother. I'm teaching you as a black brother. This is what your prophet is doing, and you're saying, oh, that was that time. Brother, please understand that he was having slaves. He is not a prophet. It's okay, Flex. He was never a prophet. Ja, das ist deine Meinung, Flex. It's okay. Und das respektiere ich vollkommen. Für mich ist halt und so, es sind halt damals andere Zeiten. Ja, und jetzt halt und so, diese Zeit, in dem ich lebe, ja, und ich gucke nicht halt auf die Seiten, was da war, was los war damals, was die Regeln damals war, ja, und genau, und dann ist lebe jetzt einfach in dem Glaube, das Gute zu gebieten und das Böse zu verbieten, sei nett zu allen, ja, und verurteile kein Mensch, ja, und einfach sei es Muslim, sei es Christ, sei es Juden, sei es was auch immer, ja, respektiere jeden, jeder hat seine Glaube. Ja, und, ja, did you get something or what? Oh yeah, I have a beautiful community, always, die schenken mir ab und zu mal immer wieder was, ja. Und das finde ich immer so schön, das ist voll süß. Nice. But Flex, you know, really, beside from all these religion topics, you know, really, you are a great guy. I respect you a lot. I love your life. And dass du versuchst, auf deiner Sicht halt viele Menschen zu helfen mit dem Kraft, mit dem, was du hast in dir. Diese, weißt du, Flex, wenn ich auf diese spirituelle Ebene gehe, wenn man das anguckt, Flex, man sieht ein Löwe. Man sieht ein Mensch. Was meine mit Löwe? Ein Mensch, ein Kämpfer. Ein Mensch, der viel durchgemacht hat, ja, aber diese Liebe und diese Güte und diese Mitfühlend, ja, was du in dir hast, was du bekommen hast, das Besondere, dass du versuchst, damit viele auch zu geben. Auch in Islam steht ja, Gott gibt auch die Christen oder Juden oder Muslimen. Wenn Gott gewollt hätte, hatte er nur Muslim gegeben. Aber er gibt auch an allen, weil wir sind alle Schöpfer. Wir sind alle, we are all made by God, you know. So, that's the reason. Each and everyone have something special in his body, in his soul, in his heart. You know, jeder Mensch hat was Besonderes. Ja, es ist wie ein Fußball. Ein Fußball ist von vielen Seiten genäht. Jeder Seite trägt dazu bei, dass der Fußball auch ganz wird. Und so ist es ja. Jeder Mensch stop. Destiny. Ich muss den Stream beenden und wieder reinkommen. Komm dann wieder rein, weil ich habe gemerkt, dass ich wieder gemeldet worden bin. Sonst sperren die mich nochmal. Komm nochmal rein. Okay. Ich muss, Leute, kommt einfach nochmal alle rein, weil ich habe gemerkt, dass mich mir und hat gesagt, mach das nicht.
Und da habe ich mir echt gedacht, so, okay, das kann nicht normal sein. Da habe ich mir echt gedacht, das kann nicht normal sein. So, dann bin ich ganz normal zur Arbeit gegangen und ich habe versucht, es zu ignorieren. Jedes Mal, wenn man mich fragen wollte, bin ich der Sache immer ausgewichen. Und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, so, okay, gut, wenn ich ja diesen Glaube hier annehmen soll, dann gehe ich mal in die Schriften rein. Ich guck mal ein bisschen und schau, was Sache ist. Und wie gesagt, dann fange ich an zu lesen und dann gucke ich und dann denke ich mir so 72 Jungfrauen im Himmel. 72, da habe ich mir gedacht, so, hä, das hat doch mit Gott keine Gemeinsamkeit. Ich meine, warum sollten wir im Himmelreich, im Paradies 72 Jungfrauen haben, weißt du, so lauter so Sachen habe ich gelesen und dann habe ich noch gelesen, wenn der Mann die Frau ins Bett ruft und sagen wir mal die, Moment, das ist gerade ein bisschen zu laut hier. So, hörst du mich? Ja, ich höre dich wunderbar. Okay, dann lese ich so Sachen wie, ja, wenn die Frau nicht ins Ehebett kommt, so sei sie von allen Engeln verflucht. Da habe ich mir wieder, da habe ich mich wieder hinterfragt, da habe ich mir gedacht, so, was haben die Engeln damit zu tun, nur weil die Frau mit dir kein Bunga-Bunga machen will? Was haben denn die Engeln damit zu tun? So lauter so Zeugs habe ich dann gelesen, dann bin ich in den Überlieferungsketten reingegangen, hat mich da ein bisschen belesen, dann habe ich mir gedacht, so, sag mal, was ist denn das für eine kranke Ideologie, ey? Das hat ja mit Gott keine Gemeinsamkeit. Das ist das Erste, was ich gleich gedacht habe. Ich bin dann trotzdem zur Arbeit gegangen, ja, weil ich ja mit denen zusammen an der Türe arbeite und ich habe so getan, als wüsste ich von gar nichts, ja. Jedes Mal, wenn man mich darauf angesprochen hat, habe ich immer wieder gesagt, so, ja, ja, ich konvertiere, ja, alles gut, ich schaue mir das mal an und so. Und ich wusste die Wahrheit schon. Und deswegen bin ich auch nicht konvertiert, weil ich mir gedacht habe, so, das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Und dann habe ich mir die Zeitspanne zwischen Isa und Jesus habe ich mir mal angeschaut. Und habe ich mir gedacht, so, wir haben ja gar keine Gemeinsamkeit. Die Zeitspanne, wo Isa gelebt hat und die Zeitspanne, wo Jesus gelebt hat, die reden von jemand ganz anders. Dieser Isa ist gar nicht dieser Jesus. Nummer eins. Und Nummer zwei, und da habe ich mir gedacht, so, okay, ich glaube, das ist nicht die Religion, die man folgen sollte. Ja, das war gleich mein erster Gedanke. Ja, und komischerweise, seitdem ich angefangen habe, dann drüber aufzuklären hier drinne, hat mich dann ein Mitarbeiter, ja, außerhalb, hat mich dann angeschrieben auf WhatsApp, der hat dann richtig beleidigt und hat mir gedacht, so, was ist denn das für ein Fisch, so ein richtiger Vogel, ja. Den habe ich auch gar nicht ernst genommen. Ich habe ihn einfach nur gesagt, hey, das, was ich mache, ist eine Aufklärungsarbeit. Er hat richtig beleidigt, gar keine Frage, aber ich bin trotzdem in der Liebe geblieben, habe gesagt, okay, hey, es ist eine Aufklärungsarbeit. Wie gesagt, er soll das bitte verstehen, ja. Er ist trotzdem sehr, sehr respektlos gewesen und irgendwann habe ich mir gedacht, so, okay, weißt du was, scheiß drauf, ich schreibe ihn einfach nicht mehr. Ne? Flex? Weil das Ding, ja. Dürfte ich eine Frage stellen? Na dann, fang mal an mit deinen Fragen. Warum bist du so auf einmal so, hast du keinen Bock auf meine Fragen? Nö, alles gut, ich höre dir zu. Achso, weil du sagtest, ja, dann frag mal. Ich war so demotiviert. Ja, okay. Also erstmal hallo an alle, auch hallo an deine Community. Erstmal finde ich deinen Schal auf dem Kopf, den feiere ich irgendwie, der sieht gut aus. Zweite Sache ist, glaubst du an die Evolutionstheorie? Evolutionstheorie? Ja. Auf was bezogen? Auf der erste Mensch, dass er Affe wurde und die Urknall und so ein Scheiß? Insbesondere, dass wir vom Affen abstammen. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir die Bibel, also ich glaube nicht an dieser Theorie. Okay. Weil wenn wir vom Affen stammen, denn die Frage ist, die Affen, die wir jetzt haben, warum die nicht zu Menschen wurden? Dann müsste der Gorilla jetzt ja weiter sich bilden und zum richtigen Tier, zum richtigen Menschenmonster werden. Weißt du, was ich meine? Das ist der Gorilla aber nicht. Die anderen Affen bilden sich auch nicht weiter. Also, sorry. Also, das ist eine komplette Lüge. Diese
Evolutions, keine Ahnung, Theorie, das ist der größte Rotz, das ist einfach nur, um Menschen zu manipulieren, das ist einfach Fakt. Okay, das heißt, du glaubst auch, dass wir erschaffen wurden? Der Herr Jesus Christus, der liebe Herr, oh Gott, der Vater, ja, der hat uns erschaffen. Okay. Hä, warum lachst du? Alles gut, alles gut. Ja. Ja, okay, da bin ich sogar, da habe ich sogar, da bin ich sogar der gleichen Meinung wie du, Flex. Ja. Weil wenn wir diese ganze Evolutionstheorie, das sind Menschen, das sind Gottlose, ja, uns zu verwirren, unsere Gehirne zu verwaschen, um uns zu sagen, dass wir durch Urknall entstanden sind, durch irgendwelche Fossile sind wir entstanden. Also ganz ehrlich, wir dürfen uns von sowas nicht manipulieren lassen. Wir müssen die richtige Lehre finden und uns davon ernähren. Aber wir können jetzt nicht sagen, ja, wir sind durch Urknall entstanden. Also wer immer noch daran glaubt, dass wir durch Urknall entstanden sind, der ist krank im Kopf, bin ich ganz ehrlich. Dass wir durch irgendwelche Fossilen entstanden sind und so, sorry. Also, Da bin ich tatsächlich deiner Meinung. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das alles ein Zufallsprodukt ist. Nee, ist es auch nicht. Absolut nicht. Absolut nicht. Absolut nicht. Absolut nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz, Abu, mich wundert es. Du kommst sehr gerne immer in meinen Stream rein. Irgendwas zieht dich immer zu meinem Stream. Warum? Soll ich dir sagen, was mich anzieht? Ja, erzähl mal. Ich finde das immer so lustig, dass du so hardcore sarkastisch bist und so voller Ironie. Und ja, das ist sehr unterhaltsam. Weil viele Menschen, die sind leider nicht so intelligent und kommen nicht dahinter. Ja, aber mich interessiert auch eine Sache. Du bist ja Moslem, oder? Alhamdulillah, ja, bin ich. Du bist Moslem. Ja. Aber all dies, was ich hier in meinem Stream sage, und trotzdem kommst du hierher und redest und bist trotzdem locker. Das wundert mich irgendwie. Ja, das Ding ist, Flex, ich merke bei dir, dass das auch teilweise viel Unterhaltung für dich ist und dass du dich auch sehr amüsierst über, ja, vor allem die Muslime, die sich hier in Rage reden bei dir. Ich finde, das unterhält mich auch, muss ich sagen. Wirklich, das ist manchmal teilweise ist das wirklich Comedy pur. Also yeah. Eigentlich müsstest du sogar Geld für die Unterhaltung verlangen, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich verlange von meiner Community kein Geld. Wenn die Community, sagen wir mal, von sich aus selber spendet, finde ich das vollkommen okay. Ja, aber ich sage jetzt nicht zu der Community, hey, schick mir eine Rose, schick mir ein Herz, schick mir das. Nein, das nicht. Das soll die Community, zum Beispiel die Tina schickt mir gerade was. Ich küsse doch dein Herz, Tina. Marcel, ich küsse dein Herz. Wenn das die Community, sagen wir mal. Euer Geld zu Flex, Freunde. Nein, um Himmels Willen nicht. Nein, um Himmels Willen nicht. Das macht die Community freiwillig und das ist okay. Ich bin jetzt keiner, der sagt, ja, hey, schick mir was, mach das hier und nein, das will ich nicht. Das soll die Community freiwillig machen. Leute, ich küsse doch euer Herz. Ich hab sogar für die Community tatsächlich eine Überraschung, bin ich ganz ehrlich zu dir. Das werde ich die Community aber jetzt nicht verraten. Ich weiß noch, dass ich vor ein paar Monaten der Community etwas versprochen habe und das werde ich dann auch umsetzen. Nur ich komme gerade nicht dazu. Aber wie gesagt, ich mache auch ein Video dazu und die Leute werden sehen, was meine Intention wirklich dahinter ist, ne? Was ich wirklich vorhabe hier auf TikTok und einfach schöne Dinge zu zeigen und das kommt noch. Aber wie gesagt, Aufklärungsarbeit mache ich sehr gerne. Ich rede auch sehr gerne, wie gesagt, über Fitness-Content. Das macht mir auch nichts aus. Wenn jemand, sagen wir mal, Fitnessfragen hat oder, sagen wir mal, in der Vorbereitung ist oder oder so. Ich bin darin ein Profi, weil wie gesagt, ich mache das schon seit 10 Jahren. Ich war auch schon auf der Bühne, ich war baden-württembergischer Meister. Ach, du bist professioneller Bodybuilder? Wie bitte? Du bist professioneller Bodybuilder? Ja, natürlich. Ich bin in der DBFV IFBB, genau. Ach, jetzt ernsthaft? Krass. Ja, ich habe sogar bei der IFBB Elite Pro bin ich schon gestartet, genau. Bruder, läuft bei dir, Alter. Ja, ja. Also ich habe viele... Das heißt, der Bruder Flex, der ist voller Geheimnisse. Ja, schon. Ich habe aber viele, viel, viel mehrere Geheimnisse. Ein paar habe ich schon erzählt. Ne? Also ich habe auch damals, ist aber sehr lange her, das war, glaube ich,
ja, was heißt lange her? Das war irgendwann mal Mitte letztes Jahr. Da habe ich tatsächlich ein krasses Angebot bekommen, aber ich muss auch ganz ehrlich sein, ich habe dieses Angebot nicht angenommen. Es geht Richtung Personenschutz, aber nochmal, sagen wir mal, eine Schippe drauflegen. Hast du auch Kampfsport gemacht? Nein, Kampfsport habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht, okay. Aber was ich gemacht habe, ist, ja okay, Kampfsport könnte man das schon nennen, ja, Taekwondo. Ah, okay, cool, ja. Ja, du hast einen Waffenschein, also brauchst du das nicht. Ja, aber tatsächlich, das habe ich. Hast du das erzählt? Ich weiß, du hast das erzählt. Ich höre schon zu, wenn du was sagst. Entschuldige bitte. Ja, ich habe das tatsächlich. Also ich habe wirklich einen Walter. Ich habe einen Walter da und TikTok-Sport. Wieso, du hast Walter doch zu Besuch, oder nicht? Wie bitte? Du hast Walter zu Besuch, ne? Du hast ihm doch gerade einen Kaffee Walter gebracht, hast du verstanden? Gekommen. Genau. Genau, ne? Walter ist zu mir zu Besuch gekommen. Siehst richtig, du, richtig, wir sprechen Walter. Eine Sprache, mein Bester, ne? Entschuldige bitte, Kaba. Oder, nochmal was? Oder Kaga. Was meinst du? Also, ich hatte noch zwei Fragen tatsächlich. Die eine baut aber auf die andere Frage auf. Meine Frage wäre, warum hast du dir das zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen vor dem Islam zu warnen oder gegen den Islam zu wettern? Wieso machst du das? Okay, Abu, du bist sehr respektvoll. Ich finde das schon mal sehr gut. Ja, Falls du gemerkt hast, du merkst ja, ich habe ja nichts gegen dich. Ich habe auch nichts gegen Muslime, aber die Leute müssen erkennen, was da drin steht. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe keinen Grund, meine Community hier irgendwelche Lügen zu erzählen. Mhm. Ich bin kein Joker, ich bin kein Liebe zu Hadis, ich bin kein Hamdi, die nur rumschreien, lügen, irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Abu. Und das ist etwas, was du auch nicht folgen solltest, Abu, bin ich ehrlich zu dir. Ja. Und das nächste ist, der Herr Jesus Christus selber sagte, ihr habt den Satan zum Vater genommen, denn er war von Anfang an ein Lügner. Und das ist wirklich so. Ja. Wenn wir, da ruft schon ein Bruder von mir an, auf Discord, aber der kann jetzt erstmal warten, weil das ist jetzt, jetzt ist das zu laut, ey. Oh mein Gott. Ja, sonst können wir auch später reden. Nein, wir können weiterreden. Ich muss nur kurz meinen Discord hier aufmachen, weil der will mit mir GTA RP spielen und ich spiele auch RP Roleplay. Ach so, okay. Ja. Warte kurz, ganz kurz. Hey, Keanu. Jo. Bruderherz, ich komm gleich, okay? Ich mach kurz stumm, okay? Was heißt gleich? Ja, gib mir noch so eine 20 Minuten, halbe Stunde. Okay. Ist das? Ich bin am Stream, ja. Falls du hier zuguckst, du hast ja schon reingeguckt, glaube ich, oder? Nee, hab ich noch nicht, deswegen frage ich gerade. Ja, ich bin gerade am Stream und die Leute hören dir auch gerade zu. Hallo. Ja. Also ungefähr 20 bis halbe Stunde, dann komme ich, okay? Okay, machen wir so. Alles klar, also bis gleich. Ich bleib hier drinnen. Okay. Jawohl, bis gleich. So, jetzt habe ich ihn kurz gestummt. Genau, Dankeschön, Leute. Ich küsse doch euer Herz. So, ich bin zurück. Ja, Leute, ich streame ja nachher nochmal. Ich mache nur eine kleine Pause dann hier und dann streame ich ja nochmal. Abu, wo sind wir nochmal stehen geblieben? Ich hatte dich gefragt, warum du das zur Lebensaufgabe gemacht hast, vor dem Islam zu warnen und gegen den Islam zu, sag ich mal, auf gut Deutsch zu schießen, sagen wir mal so. Was heißt schießen? Guck mal, Abu, wenn ich jetzt etwas zitiere, ist es kein Schießen. Schießen ist für mich, wenn ich die Religion in den Dreck ziehe und sage, oh, das ist so und die sind das und die sind so und die sind so. Das ist für mich. Ja, nein, du meinst nur von der Art des Streams, dass der Islam krank ist und so. Das hast du gesagt. Also die Lehre vertrete ich nicht. Die Ideologie ist krank, ja, tatsächlich. Die Ideologie ist krank. Weil guck mal, Abu, lass uns bitte ehrlich sein. Lass uns bitte auf einer Augenhöhe sein. Wer daran glaubt, dass er 72
Jungfrauen im Himmelreich bekommt, dem ist nicht mehr zu helfen. Mhm. Weil du wirst keine 72 Jungfrauen im Paradies bekommen, das ist Fakt. Guck mal, ich hab eine Fangfrage gestellt, guck mal, Abu, an jemanden. Mhm. Das war vor 2 Tagen. Das Thema haben wir jetzt die ganze Zeit schon, ja. Da habe ich ihn gesagt, würdest du in der Moschee Bunga Bunga machen? Ja, das war eine ernste Frage. Das ist nicht, um jemanden schlecht zu reden, ja. Mhm. Habe ich gesagt, würdest du im Himmelreich Bunga Bunga machen? In der Moschee Bunga Bunga machen. Und dann sagt er, nein, du Billa, das ist ein heiliger Ort. Und dann habe ich gesagt, aha, das ist ein heiliger Ort. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das ein heiliger Ort ist, warum gehst du in einem himmlischen Ort, ja, warum machst du dort oben in einem himmlischen Ort Bunga Bunga mit 72 Jungfrauen, wenn die Erde schon für dich ein heiliger Ort ist in einer Moschee, warum denn im Himmelreich? Und dann, der war mundtot kurz. Aber weißt du, warum? Aber weißt Weil der doof ist. Also das ist ja, deine Fragestellung, Flex, macht keinen Sinn. Warum nicht? Also erstmal gibt es ja einen Unterschied zwischen Moschee und Paradies. Richtig. Also heiliger Ort, ja, okay, da gebe ich dir recht. Aber man könnte ja genauso argumentieren, wieso machst du Bunga Bunga, während Gott dich sieht? Ist das nicht ein bisschen beschämend? Würdest du vor deinen Eltern Bunga Bunga machen? Wahrscheinlich nicht, weil du dich schämst. Warum machst du das vor Gott? Der sieht dich dabei. Das macht die Frage ja, aber, keinen aber, Sinn. Weißt du, was ich meine? Ja, aber worauf ich hinaus möchte, ist, an einem heiligen Ort, ja, das Paradies, weil das, was du sagst, das passt nicht überein. Okay, das, was du sagst, das passt ja null überein. Warum? Ich will dir nur aufklären, dass diese 72 Huris, ja, die Huris, genau, die wirst du niemals im Paradies sehen. Okay. Denn wenn du diese Lehre immer noch vertrittst, dass du denkst, dass du diese 72 Jungfrauen bekommst an einem heiligen Ort beim Himmel, und wenn du denkst, du wirst, sagen wir mal, in einem heiligen Ort mit deiner Frau den hier machen, mit 72 Frauen, dann bist du verloren. Weil das ist komplett sexualisiert. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Das versuche ich die ganze Zeit zu sagen. Ja. Und wenn diese Leute oder diese, sagen wir, der in dem Himmelreich geht, in Jannah, diese 72 Jungfrauen bekommt, wie viel hat dann Allah? Also, wir müssen wirklich verstehen, dass das aus biblischer Sicht schon alleine, das kann nicht von Gott kommen. Das muss man verstehen. Und ich bitte dich auch, Abu, mach dir Gedanken drum. Mach dir wirklich Gedanken, weil das mein ganzes Leben habe ich mir schon den Kopf über Religion zerbrochen, tatsächlich. Aber ich habe mich schon entschieden. Nur mal so nebenbei. Ja, aber ich glaube, du solltest wirklich, meiner Meinung nach, du solltest dir die Schriften nochmal, du solltest nochmal durchgehen. Flex, das, guck mal, Flex, ganz kurz, ich würde gerne darauf antworten. Erstmal will ich sagen, und ich hoffe, du lässt mich aussprechen, ich kenne dich jetzt schon seit ein paar Wochen. Ja. Und ich war auch, wie du gesagt hast, schon oft bei dir drin. Von Anfang bis Ende, seitdem ich dich kenne, hast du dich so sehr auf das Thema 72 Jungfrauen beschränkt. Ich habe das Gefühl, bei dir geht es um nichts anderes. Ich glaube tatsächlich, Flex, du benutzt das Argument von 72 Jungfrauen, weil du weißt, und ich verstehe das sogar als Muslim, dass für einen, der nicht so viel Ahnung vom Islam hat, die Geschichte von 72 Jungfrauen sehr lächerlich rüberkommt und vor allem witzig. Ich verstehe das sogar. Deswegen glaube ich auch, dass man mit diesem Argument sehr, sehr viel Anhang kriegen kann. Mhm. Ich als Muslim, das interessiert mich überhaupt gar nicht, das mit den 72 Jungfrauen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, mich haben die Wissenschaft, also dass der Koran der Wissenschaft in keinster Weise widerspricht, das war zum Beispiel für mich ein Riesenargument dafür, dass der Koran von Gott sein muss. Weil dieser Aspekt von 72 Jungfrauen, das ist ein Bruchteil von dem, was der Islam oder was der Koran mit sich bringt. Mhm. Also ich bin ja ziemlich sicher, dass wenn man in der Bibel rumblättert, dass man genauso Sachen finden würde, zwar nicht von 72 Jungfrauen, aber genau solche Zahlen sehen würde, wo man sagen würde, das ist doch Quatsch. Vertrau mir, nein. Ich kann dir eine Sache sagen.
Also, wir gehen ja davon aus, guck mal, sagen wir jetzt mal im allerschlimmsten Fall, wird deine Frau eifersüchtig sein im Himmelreich? Was sagst du, Abu? Also ich sag mal so, wenn ein Mensch im Paradies ist, der wird weder Kummer noch Traurigkeit noch irgendwelche negativen Gefühle in sich tragen. Richtig. Deswegen ist auch das Paradies. Deswegen ist das Paradies. So, ich werde dir zum Abschluss heute etwas zeigen, um deine Augen zu öffnen, Abu. Und ich flehe dich von ganzem Herzen an, dass du dir dann wirklich dann Gedanken drüber machst. Okay. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf die Bibel ein und dann würde ich dir was zeigen. Okay? So. Etwas, was du verstehen musst. Okay? Etwas, was du verstehen musst. Die Bibel, ja, das mosaische Gesetz, da kommen immer Kommentare wie, warte mal kurz. Da kommen immer Kommentare wie, oh, das ist richtig brutal, das sind Tötungsverse, etc. pp. Und dies und dies und das. Und dann sage ich immer wieder, aha. Und dann komme ich da mit den Hebräervers, ja. Der Lohn, ja, für die Sünde ist der Tod. Hebräer Kapitel 10, Vers 29 und 30 erklärt es perfekt. Denn viele lesen immer nur das Schlimme, was sie hören wollen, aber wissen nicht, um was es wirklich geht. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Das ist ganz einfach erklärt. Bam! Finish! Simple and easy erklärt. So. Jetzt werde ich dir zu dem, was ich vorhin gesagt habe, werde ich dir eine perfekte Antwort geben. Im Himmelreich wird es keine Kummer, keine Sorgen geben. So, ich werde dir jetzt was zeigen, Abu, und ich möchte, dass du dir wirklich von ganzem Herzen die Gedanken drüber machst, okay? Moment. Ob du das annimmst oder nicht, das ist am Ende des Tages dein Problem. Aber ich kann dir nur eine Sache sagen. Eine Sache gebe ich dir. Dede Khanja, ist Dede Khanja da? Dede Khanja kann hochkommen. Bruderherz, stell einfach eine Anfrage, wenn du hochkommst. Bruder, hier ist irgendein, der ist Audere, die sagt ganz ehrlich, ich wäre Issam Bayan. Ich bin nicht Issam Bayan, Digga. Ach so, keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall, ich zeige dir jetzt etwas. Also wir gehen nochmal drauf ein. Im Himmelreich gibt es keine Kummer, keine Sorgen, etc. pp. Okay? So, ich werde jetzt einfach eine Quelle zeigen. Und du wirst verstehen, ja, dass hier wirklich ein Problem gibt. Ich zeige dir einfach die Quelle, ich lese es dir vor und dann wirst du sehen. Kleinen Moment. Und ich gehe auch auf alles ein, das ist gar kein Problem. So, das ist ein Hassan. Ja, wir wissen ganz genau, dass die Gelehrten uns auch zeigen, dass Hassan, also euch zeigen, dass Hassan gut ist. Sahih ist perfekt, aber Hassan ist super. Okay, Hassan ist top. So, wir lesen. Das ist ein Sunan ibn Majah 2014. So, the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, said, no woman annoys her husband, but his wife among huris of paradise. Hä? Annoys his woman among the huris of paradise? Okay, so do not annoy him. May Allah destroy you. So, jetzt überleg mal, Abu. Im Himmelreich. Flex, einmal bitte übersetzen. Mein Englisch ist nicht so gut. Ich übersetze gleich. Warte kurz. Gib mir eine Sekunde kurz. So, jetzt hört ihr mich? Ja, oder? Ja, ich höre dich. Mich? Ja, ich höre dich. Ja. Ja, Flex, wir hören dich. Okay, jetzt hören wir dich nicht.
Jetzt, jetzt. Das ist Hassan. So, wir lesen nochmal. The Messenger. Oh, scheiße. Mist. Warte. Oh, jetzt hier. Genau. The Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said, "Woman annoys her husband." Also kein Mann streitet mit seinem Mann. So. Oder geht seinem Mann quasi auch mit seiner Frau, nicht mit einem Mann. Genau, seiner Frau, sorry. No woman annoys her husband. Keine Frau geht dem Mann auf den Sack, genau. But his wifey among huris of paradise, Safs, do not annoy him. Eine Frau darf den Mann nicht auf die Eier gehen. Ansonsten, may Allah destroy you. So, Abu, lass uns mal auf einer theologischen Ebene verstehen, warum. Erstens, es ist ein Paradies. Und warum sollte man, wenn man das ewige Leben im Paradies hat, warum sollte Allah dich zerstören, nur weil du den Mann genervt hast? Verstehst du, Abu? Wir haben hier ein Riesenproblem. Dein Glaube, das hier, hat keine Gemeinsamkeit mit Gott. Das solltest du wissen, Abu. Schon alleine, wenn ich das hier analysiere, merke ich, dass das hier keine Gemeinsamkeit mit Gott hat. Und das sollst du wissen. Allah sagt im Koran, und ich kann das nicht richtig zitieren, aber ich bin mir sicher, dass es so ist. Allah sagt im Koran, dass es im Paradies kein Kummer und keine Traurigkeit oder sonst irgendwelche negativen Gefühle gibt. Und das sagt Allah im Koran. Und Allah im Koran ist Allahs gesprochenes Wort. Allah, okay. Aber warum tut Allah im Himmelreich zerstören, nur wenn die Frau vielleicht den Mann vielleicht mal auf die Eier geht, wegen den Huris? Nur weil der Mann 72 Huris hat im Himmel. So soll Allah die Frau zerstören. Nur weil sie den Mann vielleicht, sagen wir mal, auf die Eier gegangen ist oder sonstiges was. Es ist doch das ewige Leben. Mhm. Also wieso sollte Allah sie zerstören? Nur wegen einer Frau? Ja, also Abu, ganz ehrlich. Du darfst diese Lehre nicht folgen. Ich will dich nur warnen. Diese Lehre ist keine richtige Lehre. Ernähre dich vom Heiligen Geist, ernähre dich vom wahren Gott. Nicht aber das. Flex, das ist, aber Flex, ich habe dir doch gesagt, was das größte Problem für mich beim Christentum ist. Was ist denn dein größtes Problem? Sag's mir. Okay. Also das größte Problem, was ich mit dem Christentum habe, dass meine menschliche Logik und Verstand es nicht akzeptieren kann, dass ein allmächtiger Gott, ja, der das Universum und alles, was in ihr und außerhalb von ihr ist, erschaffen hat, dass dieser Schöpfer sich hat von Menschen ans Kreuz nageln lassen und gestorben ist. Das hat für mich... Ich verstehe dich, aber wenn er das nicht getan hätte, dann wären wir für immer und ewig verdammt. Weißt du, was ich meine? Aber Flex, deswegen, guck mal, Flex, ganz kurz. Ich will dir nur sagen, rein logisch und aus dieser Kausalität kann Gott nicht sterben. Sonst, wenn Gott sterben würde, dann wären wir alle nicht hier. Du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, der Herr musste kommen und für unsere Sünden sterben. Warum? Denn hätte er es nicht getan, dann wären wir auf Ewigkeiten verdammt. Denn wir waren von Anfang an Sünder. Aber guck mal, als Adam von dieser Frucht aß, haben wir schon gesündigt. Wir dürfen nicht vergessen, er hat eine Lösung gefunden, für unsere Sünden zu sterben. Ja. Und deswegen werden wir im Himmelreich das ewige Leben nur haben, wenn wir seine... nur wenn wir seine Lehre folgen. Aber das hier ist nicht Gottes Lehre, Brüderherz. Das ist das, was ich dir sagen möchte. Das verstehe ich, aber ich hatte dich auch damals gefragt, Flex, besitzt Gott im Christentum die Eigenschaft der Barmherzigkeit? Da hast du gesagt, natürlich besitzt er die. Natürlich besitzt er das. Dann pass auf. Warum muss Gott sterben? Er hätte doch einfach den Menschen aufgrund seiner unendlichen Barmherzigkeit verzeihen können. Guck mal, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Das ist meine Antwort, was ich dir geben kann. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Aber das ist doch ganz klar. Weißt du warum? Ich erkläre es dir. Wenn du dem Herrn
mit den Füßen trittst, jedes Mal, ja, dann ist der Lohn für die Sünde der Tod. Und ja, das ist die Antwort. Aber das muss, also das heißt, Gott hat sich töten lassen von seinen Geschöpfen, um uns verzeihen zu können. Genau, weil wir voller Sünde sind. Aber kannst wir du, sind. Ja, natürlich sind wir voller Sünde. Natürlich sind wir voller Sünde, weil wir Menschen sind. Klar. Richtig. Ja, aber der, also es macht für mich, also pass auf, guck mal, Flex, nur rein zum Beispiel. Mhm. Du hast Kinder, habe ich vorhin gehört, ne? Natürlich, na klar. So, das ist ja, also ich mache dir ein Gleichnis. Wenn dein Sohn, den du über alles liebst, du liebst ihn über alles und du würdest ihm auch alles verzeihen. So, wenn dein Sohn Scheiße gebaut hat, dann schlägst du dich ja nicht selber. Du ritzt dir doch nicht selber den Hals auf, um ihn verzeihen zu können. Das macht ja keinen Sinn. Du verzeihst ihn einfach, weil du gnädig bist und weil du ihn liebst. Aber ich bin doch kein Gott. Nein, also kann deswegen, diese Eigenschaft Flex, von Gott Flex, doch nicht deswegen, haben. Schau mal, Flex, deswegen, Gott hat viel mehr Barmherzigkeit als du. Deswegen sage ich ja, wieso musst du nicht sterben, um deinen Sohn verzeihen zu können, aber Gott muss sterben? Nicht. Wir sind Menschen. Wir haben diese Eigenschaft wie Gott nicht. Gott kann es. Wir dürfen Gott nicht einschränken. Gott kann alles. Man kann Gott nicht einschränken. Gott ist als Mensch gekommen zu uns und ist für unsere Sünden gestorben. Und er ist am dritten Tag, sein Fleisch ist gestorben, aber nicht er. Mhm. Der Vater ist da. Das darfst du nicht vergessen. Mhm. Genau. Ja. Das ist das, was ich versuche, dir zu erklären. Ja, das ist halt, das also für mich ist also, du sagst, dass Gott sich. Guck mal, lass mich dir eine Sache sagen. Okay. Wir haben sehr, sehr viele Brüder hier, okay, die mit dem Wissensstand sehr, sehr weit oben sind. Ja, ich versuche dir, wie gesagt, von meiner Perspektive dir zu erklären, wer der Herr ist. Mhm. Aber wir haben die Brüder da, die können dir die Barmherzigkeit schon viel, viel besser erklären. Mhm. Ja. Clips, ich habe dich jetzt mal hochgeholt. Hörst du mich? Ja. Kannst du die Barmherzigkeit des Herrn vielleicht den Abu erklären? Ja, ich wollte dazu Bezug nehmen auf den Punkt, was er gesagt hat mit dem Sterben. Mhm. Hattest du nämlich auch gesagt. Grundsätzlich ist er in dem Sinne nicht gestorben, sondern das Fleisch. Richtig, das habe ich ja gesagt. Ja. In der Bibel steht aber ein Mensch besteht aus Seele und Fleisch. Also das eine existiert ohne den anderen ja nicht. Ja, das Fleisch stirbt und die Seele lebt weiter. Genau. Ich lass mal den Bruderherz sprechen, der kommt auch aus Ghana. Sein Wissensstand ist ein Tick viel höher wie meiner. Wir stummen uns jetzt alle und der Bruder kann dann reden. Bruderherz, kannst reden. Ja, was will er denn wissen? Die Barmherzigkeit Gottes und die drei Einigkeiten, damit er weiß, dass das Fleisch nur gestorben ist, aber nicht der Herr. Nein, stopp, Flex, wir haben uns missverstanden. Hallo, ich weiß nicht, wie du heißt. Ich habe dem Flex gesagt, dass der Gedanke daran, dass der Schöpfer von allem, und ich sage von allem, Universum, von der Welt, der alles erschaffen hat, dieser Schöpfer, der, und keine Ahnung, wir wissen nicht, wie groß er ist, der ist allwissend, allmächtig, dass dieser Schöpfer sich hat zu einem Menschen machen lassen, ja, das heißt, das ist für mich eine Abwertung, weil der Mensch nicht perfekt ist, und sich hat töten lassen von seinen eigenen Geschöpfen, nur um den Menschen verzeihen zu können, obwohl der gleiche Gott barmherzig ist und barmherziger als du, als Flex und als ich. Und ich habe gerade Flex gesagt, ist so, Flex, deine Barmherzigkeit ist so groß, dass du deinem Sohn alles verzeihen würdest. Ist so, dann habe ich ihm gesagt, dass dieser Gott auch den Menschen verzeihen könnte, ohne sich umbringen. Nein, kann er nicht, dann ist es nicht gerecht. Warum kann er das nicht? Erklär mir das. Man kann nicht gleichzeitig barmherzig sein und gerecht. Wenn man nur barmherzig ist, ist man nicht gerecht. Aber Gott, wenn Gott gerecht wäre, wären wir alle verloren. Ja, aber verstehst du nicht? Man kann. Das funktioniert. Ich rede ja auch nicht von Gerechtigkeit. Ich rede von Barmherzigkeit. Okay, stell dir mal vor, du bist vor Gericht jetzt, ne? Ja. Du hast bei jemandem Schulden. Und derjenige klägt dich an einen auf den. Er will sein Geld zurückhaben. Ja. Kann der Richter einfach sagen, okay, hier, ich verzeih dir, geh? Nein, er bezieht sich auf das Gesetzbuch. Ja, aber du hast doch dein Geld zurück. Derjenige will doch dein Geld zurück. Ja, aber der Richter ist gerecht und nicht barmherzig.
Doch, er kann barmherzig sein, indem er bezahlt. Nein, darf er nicht, weil der Richter. Er kann auch so viel bezahlen. Nein, er muss sich an das Gesetzbuch halten. Okay, dann denk mal, er kann barmherzig sein. Ja. Und? Ja, du schießt es vor Gericht. Und derjenige will sein Geld haben. Und der Richter sagt einfach, ja, okay, geh nach Hause, du musst es nicht bezahlen. Ist das gerecht? Nein, ich habe ja gesagt, ist er nicht. Natürlich nicht. Ja, einer muss doch bezahlen, oder nicht, dafür? Natürlich bezahlst du dafür. Ja, und wenn der Richter sagt, ich bezahle für dich, er gibt das Geld zurück und du gehst und er geht, ja, das ist doch gerecht, oder nicht? Ja, aber das heißt dann, dass der Christ machen kann, was er will. Er kann jeden Menschen umbringen, der kann Frauen vergewaltigen. Gott ist ja für ihn gestorben. Ja. Das ist dann so. Nein, kann er nicht. Du musst ist so? Ja, die Bibel sagt, wir müssen ja so gesinnt sein wie Jesus. Wir folgen ja Jesus. Nein, du hast mir eine Frage gestellt. Christ kann nicht einfach so Menschen töten. Laut deiner Erklärung darf der Christ machen, was er will. Nein, darf er nicht. Ja, aber warum? Gott ist doch schon für ihn gestorben. Ich habe trotzdem zu heilig leben. Okay, ich habe dir, guck mal, nein, Abu, ich habe dir erklärt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Du kannst nicht willkürlich sündigen, du darfst gar nicht sündigen. Deswegen habe ich dir den Hebräer... Was passiert denn, wenn ich sündige als Christ? Warte. Du musst eine Verzeihung bei den Herrn Jesus Christus. Ja, aber komm ich in die Hölle im Christentum? Nein, dann bist du gerettet. Und du sollst so heilig leben wie Jesus. Jesus sagt, darf ich machen, was ich will auf der Erde? Nein, kannst du nicht. Jesus, darfst du nicht. Aber was ist denn meine Strafe, wenn ich Menschen umbringe zum Beispiel? Ich bin Christ, ich bin getauft, aber ich bringe Menschen um. Was passiert mit mir? Okay, warte, warum solltest du überhaupt als Christ Menschen umbringen? Für was? Nein, ich sage... Was ist denn dein Grund, dass ein Mensch umbringt? Nein, ich rede von allgemein Sündigen. Egal was. Ich hab was ganz Schlimmes gemacht. Ich bin Christ. Ja. So, was passiert mit mir? Du musst Vergebung bitten bei den Herrn Jesus Christus, ne? Gott ist doch schon für mich gestorben. Warte, du musst Vergebung bitten. Guck mal, ein wiedergeborener Christ wird niemals einen Menschen umbringen. Ey, guck mal, du kannst mir nicht erzählen, dass niemals auf der ganzen Welt ein Christ einen Menschen umgebracht hat. Doch, natürlich gibt es Leute. Ja, natürlich gibt es Leute. Bevor deren Bekehrung. Nein, der ist schon bekehrt. Ich weiß, auf welchen Punkt du hinaus willst. Ja, bitte mit, okay, ist, du Clips. Ja, erklär's mir doch bitte. Ja, ich versuche es zu erklären. Ich bin auch nicht hier, ich bin nicht gut im Erklären. Aber ich weiß, worauf hörst du hinaus willst. Hallo. Ja. Ganz kurz. Warte mal kurz. Lass mich kurz reden. Bruder, warte doch mal bitte. Ganz kurz. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Guck mal, wenn du bewusst sündigen tust, dann ist es ganz klar eine Sünde. Und vor allem, wenn du einen Menschen umbringst. Hör zu. Ja. Aber wenn du unbewusst es getan hast, kannst du trotzdem zum Herrn um Vergebung bitten. Ja, richtig. Ja, genau. Okay. Aber wenn du es aber bewusst getan hast, dann ist es eine ganz große Sünde. Vor allem, wenn du einen Menschen umbringst. Okay, komm mal, Flex. Okay, darf ich reden? Ja. Okay, Flex. Wir nehmen jetzt mal an. Du bist Christ, du bist gläubig, ne? Alles drum und dran. Du bist eines Tages bist du emotional geworden. Du hast mit deinem Kumpel gestritten, du schubst den, er fällt unglücklich und stirbt. Okay? War es mit Absicht? Hast du das mit Absicht gemacht? Nein, war nicht extra. Er hat es ja nicht extra gemacht. Er war es extra. Lass mich schon mal kurz aussprechen. Ja. Ich habe schon mal sprechen lassen. So, du hast ihn geschubst, er fällt unglücklich, aus Versehen, er stirbt. So, warum, Flex, musst du um Vergebung bitten, wenn Gott doch schon gestorben ist für deine Sünden? Warum? Nochmal was? Ich wiederhole mich gerne nochmal, Flex. Hör mir bitte zu. Flex, du bist Christ und gläubig. Du hast einen Streit mit irgendeiner Person, ihr prügelt euch, du schubst ihn, er fällt unglücklich und stirbt, aus Versehen. Warum musst du dennoch Gott um Vergebung bitten, obwohl Gott doch schon von der Sünde gestorben ist? Ich an den Herrn Jesus Christus, richtig? Bitte? Bruder, wir Christ haben keinen Freifahrtschein, du kannst einfach so leben, wie du willst. Ja, aber du musst heilig sein. Ich bin ja der Meinung, es macht ja deswegen keinen Sinn. Doch, warum? Das macht Sinn. Nein, Jesus hat uns ein perfektes Vorbild vorgestellt. Du kannst nicht jemanden folgen, der Sünden hat, das geht nicht. Nein, laut eurer Erklärung ist ja Gott für die Menschen gestorben, für die Sünden. Warum müsst ihr ihnen dennoch um Vergebung bitten, wenn ihr sündigt? Darum geht's mir. Weil wir immer noch im Fleisch sind. Wir sind immer noch im Fleisch. Richtig. Das heißt, richtig. Wollte ich ihn erklären, aber es passt. Das hast du schon gesagt. Nochmal die Erklärung, bitte. Habst du gesagt, weil wir im Fleisch sind? Wir sündigen uns. Ja, natürlich sündigen wir.
Ja, das muss ja immer noch um Vergebung bitten. Aber warum ist denn dann Gott gestorben für eure Sünden? Abu, ich habe dir ja gerade eben gesagt, der Lohn für die Sünde ist dann der Tod. Ja, der ewige Tod. Ja, du musst ja eine Sache sehen. Also, und durch Jesus nicht, ob du, wird, dein, warte, wird deine Sünde. Abu, ja, weiter rede. Ja, Abu, ich habe das Gefühl, du, du darfst es mir nicht böse nehmen, wenn ich das sage, aber ich habe das Gefühl, entweder du tust nur so oder du bist wirklich ein Begriff. Also es ist ja nicht böse gemeint. Flex, ich nehme das nicht böse auf, keinen Fall. Aber ich schwöre dir, ich schwöre dir, dass ich habe ein riesen Problem damit, weil es einfach, und das müsst ihr wirklich zugeben, es macht nur logisch keinen Sinn. Guck mal, ich erkläre mich ganz kurz nochmal, dann können wir auch das Thema beenden oder was auch immer. Ich will euch auf den Sack gehen. Einmal noch. Ja, ich will es einmal bitte noch kurz zusammenfassen. Gott ist zu Mensch geworden, zu Fleisch. Ja. Er ist dann für die Menschen gestorben, damit er den Menschen deren Sünden verzeihen kann. Anders geht's nicht, sagt ihr. Ja, sonst ist nicht gerecht. Okay. Allah kann ich einfach so vergeben, das geht nicht. Ein Moment. Der Christ jedoch, da hat trotzdem keinen Freifahrtschein und muss dennoch für Sünden, was, egal wie groß, ob, ja, muss er dennoch Gott um Vergebung bitten. Sonst kommt er nicht ins Paradies. Ja, du musst den Herrn Jesus Christus annehmen. Sonst kommt warum musste er dann sterben, obwohl ich Jesus trotzdem nochmal Vergebung Sünde aufgenommen, habe ich doch gerade gesagt. Jesus hat deine Sünde aufgenommen für dich. Er hat den Tod aufgenommen für dich. Sonst den musst Tod du eigentlich in die Hölle, weil du Gottes Gesetz gebrochen hast. Wenn du ein Gesetz von Gott brichst, musst du in die Hölle gehen. Aber er ist doch für mich. Ja, du brichst jeden Tag Gottes Gesetz oder nicht? Das bedeutet, du musst eigentlich in die Hölle gehen. Hm. Oder nicht? Ja. Brichst du nicht Gottes Gesetz jeden Tag? Also ich, guck mal, wir machen das. Mit Sicherheit breche ich vielleicht jeden Tag 50.000 Mal die Gesetze. Okay, Gott ist Perfektion oder nicht? Ja, natürlich. Ja, okay, wenn du Gottes Gesetz brichst, was passiert mit dir? Entweder kann ich darauf hoffen, dass er mir vergibt, oder ich muss irgendwann meine Strafe dafür bekommen. Nein, kann ich einfach so vergeben. Einer muss dafür helfen. Du musst die Strafe aufnehmen. Ja, aber wenn er dir einfach so vergibt, ist es ja nicht mehr gerecht. Dann verstehst du den Begriff Barmherzigkeit. Ich habe das vorhin, ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich habe das vorhin Flex gesagt. Ich habe das Gleichnis mit seinem Sohn gemacht. Ich möchte damit aber nicht den Flex mit Gott vergleichen. Eher müsst ihr das so sehen, dass Gott viel mehr Barmherzigkeit besitzt als ein Flex. Und ich habe Flex gesagt, ist so dein Sohn, den du über alles liebst, für den du sterben würdest. Dem würdest du alles verzeihen. Dem würdest du, keine Ahnung, er hat was geklaut. Er würde doch niemals, keine Ahnung, seinen Sohn verbrennen oder schlagen oder was auch immer, nur damit er verzeihen kann. Der Sohn muss eigentlich, sterben. Sein Sohn muss ja nicht irgendwie aufwiegen. Flex ist barmherzig und gnädig und verzeiht seinen Sohn, weil er ihn liebt. Ja? Na, guck mal, der Sohn muss eigentlich sterben, aber Flex sagt nein. Ich opfere mich. Wo opfert sich der Flex, wenn er deinen Sohn vergibt? Ich hab ne Frage. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Also, wenn man als Christ... Er kann das erklären. Ja, warte kurz. Wenn man als Christ zum Islam geht, werden dann alle Sünden vergeben? Richtig. Okay. Wird auch Allah Mord vergeben, wenn der Christ jemanden getötet hat? Wenn es heißt, der Christ kriegt, also der Konvertierte werden alle Sünden verziehen, dann meint Gott damit alle. Guck mal, Flex, ich will nur eins sagen. Wenn Gott gerecht zu den Menschen wäre, also laut der islamischen Theologie jetzt, ja, wenn Gott gerecht zu den Menschen würde, dann wären alle verloren, weil wir niemals das gut machen können, was Gott uns gegeben hat. Genau. Auf seine Barmherzigkeit. Du kannst vor Gott nicht gerecht werden, das geht nicht. Du kannst nicht mit guten Taten rechtfertigen. Deswegen sage ich ja, ich habe das doch gerade gesagt. Warum verzeiht er denn dann? Ich habe das doch gesagt. Kann ich das erklären? Also ganz kurz, Leute, nicht alle dazwischen reden. Ganz kurz, ihr könnt gleich weiterreden. Abu, das heißt also, auch ein Mörder kommt dann ins Paradies, weil wenn du automatisch in den Islam beitretest, dann werden dir ja alle Sünden vergeben, weil dann bist du ja gerettet. Wenn du als Muslim dennoch weiter Scheiße baust und sündigst ohne Ende, dann... Ja, du hast natürlich auch keinen Freifahrtschein, nur weil dir alle Sünden vergeben wurden. Das heißt aber nicht, dass deine... Okay, aber warum erlaubt dann der Islam dann Menschen oder sagen wir Menschen zu morden, generell die Juden, wenn sie sich hinter Steinen verstecken, erschlagt sie? Im Islam heißt es, bringst du einen Menschen um, hast du die ganze Welt getötet. Talmud kopiert, das kopiert. Ja, Talmud.
Warte kurz, Bruderherz, weil sonst, wenn wir jetzt alle dazwischen reden, das wird eine Katastrophe. Bruderherz, es gibt hier einen Vers, das besagt, sobald sich die Juden hinter Steinen verstecken, erschlagen sie. Meine Frage ist, es ist ein Tötungsbefehl, ja, in dem dieser Vers auch ganz klipp und klar sagt, if they hide behind stones, slaughter them. So, meine Frage ist, wenn dieser Moslem es macht, der kommt ja trotzdem ins Paradies, weil dieser Hadith besagt, ja, du kannst es machen, wenn er sich hinter den Steinen versteckt, mach es dann. Denkst du wirklich, das kommt von Gott, dass Gott diesen Befehl gibt? Oder sagen wir, Abu, wach bitte auf, bitte. Ich sag dir nicht, was du zu tun hast, aber ich will dir nur zeigen, dass diese Lehre nicht die richtige Lehre ist. Wähle bitte den richtigen Weg, denn das ist dämonisch, das hat keine göttliche Eigenschaft. Das passt nicht zum Herrn. Ja, okay. Ja, guck mal, Abu, mach, was du willst, aber ich will dir nur eine Sache mitgeben, ja. Und dann lasse ich den Bruder TC gleich reden, vielleicht will TC dir was sagen. Ja. Wenn du schlafen gehst, frag Gott, wer er ist. Jeden Tag. Mach es jeden Tag. Mach es 2 Wochen lang. Und ich bin fest davon überzeugt, du wirst wieder in meinen Stream kommen und sagen, hey Flex, du hattest recht. Ich bin fest davon überzeugt. Ja. Und ich weiß, das wird so sein. Ich zweifle nicht an diesem Gott, an dem wir glauben. Sag ich dir ganz ehrlich. Flex, daher muss ich dir sagen, ich zweifle leider auch nicht an den Gott, an den ich glaube. Bruder, dein Gott ist sexualisiert. Das ist nicht gesund. Ja, TC mag was sagen, Bruder. Kannst du was sagen? Ja, Shalom. Gleich kannst du reden, Bruder. Ja. Gleich. Schau mal, du hast ja vorhin gefragt, warum Jesus gestorben ist. Also aus welchem Grund? Nein, habe ich nicht gefragt, TC. Nein, habe ich nicht. Was genau hast du gefragt? Flex hat mich gefragt, was ich an dem Christentum mit mir nicht vereinbaren kann. Und dann habe ich ihm gesagt, ich kann es nicht vereinbaren, dass ein allmächtiger Gott sich hat von seinen eigenen Geschöpfen töten lassen. Okay, ja, gut, alles klar. Stell dir mal vor, ich gehe zu irgendjemand, der ein Kind hat und ich töte sein Kind. So, die Polizei schnappt mich, es kommt zum Gericht, ich erscheine vor dem Gericht. Und der Richter ist ein barmherziger Richter, der unglaublich liebevoll ist. Ja. Und ich flehe ihn wirklich an und ich frage ihn, ob er mich gehen lassen kann, gerade weil er so liebevoll ist. Und mal angenommen, ich schaffe es ihm zu überzeugen. Und er sagt dann irgendwann mal zu mir, ja, okay, weißt du was, du hast mich überzeugt, du hast es wirklich bereut, aus Liebe lasse ich dich frei. Ja. So, was denkst du jetzt, der Vater von diesem Kind, den ich getötet habe, was denkst du, wie er zum Richter reagieren wird? Glaubst du nicht, er wird zu ihm sagen, ja, wo bleibt da die Gerechtigkeit? Richtig. Ja, und genau das hat der Herr Jesus getan. Weil du gesündigt hast und weil da drin steht, der Lohn der Sünde, der Tod ist, bist du gezwungen oder musst du für deine Sünden sterben. Und deswegen kommt der Herr Jesus als Richter, er tut sein Gewand an. Als richterlicher Gewand tut er ihn ablegen, kommt zu uns, opfert sich als Sündenloser und bezahlt gleich für alle Sünden, aber für die, die ihn annehmen. Verstehst du das? Und somit hast du diese 2 Sachen, also Gerechtigkeit und Liebe, gleichgestillt, auf gleichermaßen. darf ich dich dazu was fragen? Klar, bitte, ich bin fertig. Dieser Mensch, dessen Kind umgebracht wurde, ja, um das zu vereinfachen, dein Kind wurde von mir umgebracht, ja, so, du stirbst, ich sterbe irgendwann, und jetzt die Frage, inwiefern gibt es da Gerechtigkeit? Also was passiert dann mit mir? Also du bist ja dann immer noch unzufrieden, weil dein Sohn ist ja gestorben und ich bin auch gestorben. Ich wurde erhängt vor Gericht oder was auch immer. Oder ich wurde, nee, gar nicht erhängt. Ich wurde ja freigelassen vom Gericht. Inwiefern kriegst du da deine Zufriedenheit hinterher von Gott? Gar nicht. Also du landest in der Hölle, weil du hast deine Taten nicht vor Gott, also vor Jesus bereut. Ja. Und du hast ihn auch nicht angenommen und somit ist der Herr... Nee, aber ich bin ja Christ. Wir beide sind ja Christen. Wir beide sind Christen.
Und somit ist der Herr nicht verpflichtet, dir deine Sünden zu vergeben, weil du ihn nicht angenommen hast. Du hast nicht deine Opferrolle anerkannt. Nein, sorry, TC, einen Moment. Ich muss die Worte richtig wählen, damit man es versteht. Nochmal von vorne. Ich will auf dein Beispiel eingehen. Nochmal, du, ich, wir sind Christen. Ja, ist nur ein Beispiel. Du und ich sind Christen. Ich habe deinen Sohn getötet. Es kommt vor Gericht und der Richter ist barmherzig und lässt mich frei. So, du bist unzufrieden, weil ich keine Strafe dafür kassiert habe. So, irgendwann sind wir alle tot und wir stehen vor Gott. Ich habe es aber bereut bei Gott und du hast ich habe keine Strafe bekommen in der im irdischen Leben. Du warst also unzufrieden. Was passiert mit mir? Ja, was siehst du, da landen wir wieder zu dem, was ich gesagt habe. Du hast diese Opferrolle. Also das, was der Herr von sich aus hergegeben hat, dieses Opfer, hast du ja gar nicht anerkannt. Deswegen, Doch. Ich habe es richtig bereut. Doch, denn ich habe es bereut. Du hast es vor Gott bereut, aber ja. Du hast ihm sein Geschenk, diese Opferung, hast ihn gar nicht anerkannt. Das heißt, gleichzeitig lügst du auch. Nein, aber du weißt es nicht, ob ich. Nein, warum lüge ich? Ich habe doch gerade gesagt, der Richter hat mich freigelassen, aber ich bereue es trotzdem zutiefst, dass ich einen Menschen umgebracht habe. Ich komme sogar von mir, ich bin zu dir gerade, TC, bitte, es tut mir leid, es tut mir, verzeih mir. Aber du kannst mir nicht verzeihen, weil ich nie eine Strafe dafür bekommen habe. Du hast doch gesagt, du hast mein Kind getötet, oder nicht? Ja, genau. Und der Richter hat mich nicht bestraft, aber du hast ja nie. Also was passiert dann? Also weil der Richter hat mich nicht bestraft. Bestraft mich dann Gott? Komme ich dann in die Hölle? Obwohl ich auch Christ bin und das bereue. Du meinst als Christ, dass du denn trotzdem den Herr Jesus Christus anerkannt hast? Ja, ich habe als Christ und ich erkenne Jesus Christus an und ich habe deinen Sohn getötet und bereue es zutiefst, aber der Richter hat mich freigelassen, weil er barmherzig ist. Das heißt, du als Vater weißt, ich habe keine Strafe in dem irdischen Leben bekommen. Aber wir beide sterben irgendwann. Was passiert da mit mir? Wenn du den Herr Jesus Christus anerkannt hast und seine Opferung anerkennst, dann kommst du auf jeden Fall in Zimler. Natürlich hast du das auch vorher richtig bereut. Klar, natürlich. Ich meine, aber dann hat das Kind und du habt ihr dann nie, habt ihr nie euer Hack bekommen? Doch, er kriegt seinen Hack, indem Jesus die Sünde aufgenommen hat. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss kann ich doch alles machen, solange ich bereue. Nein, kannst du nicht. Nein. Du musst ein Kind sein wie Jesus. Ganz kurz reingrätschen. Inri, was können wir für dich tun? Weil du bist jetzt hier reingekommen, dein Platz ist besetzt. Was möchtest du denn sagen? Tut mir leid, ich habe was zugehört. Ich wollte was zu Abu sagen. Also erstmal guten Abend an alle. Ja, ich wollte aber nochmal erstmal was zu Abu sagen. Ich bin jetzt vor, ich weiß nicht wie lange, reingekommen. Ich wollte noch ein paar Schritte zurückgehen erstmal. Kannst du mal bitte der wahre Weg Jesus rausschmeißen, bitte, weil der nervt. Ich werde gleich was dazu sagen, TC. Ich habe es schon gelesen. Alles gut. Ich rede gleich. Alles gut. Ich habe es schon gelesen. Alles gut. Inri, jetzt nochmal, sorry. Genau, also die Basis, ich wollte nochmal dazu was sagen. Die Basis von Jesus und der Kreuzigung, nämlich Gott hatte ja, als Adam gesündigt hat, einen Plan für uns. Also korrigiert mich, wenn ich hier was Falsches sage, aber auf jeden Fall Gott hatte einen Plan für uns. Und er hat zu Adam gesagt, beziehungsweise zu Adam und seiner Frau, einer von euren Söhnen wird den Teufel besiegen und somit könnt ihr wieder ins Himmelreich kommen. Das heißt, die Sünde, die Adam begangen hat, ist unfair. Also die kann Gott einfach nicht so vergeben. Dafür musste er diese Regel tun, die Gott ihm gegeben hat. Das heißt, den Teufel besiegen und somit sich das Leben wiedergeben, somit sich den Himmel wiedergeben. Ganz kurz, gleich kannst du weiterreden, Inri. Alle nur ganz kurz stummen. Ich muss kurz was erwähnen, weil mir ist etwas aufgefallen, was mir nicht so gefällt. An die ganze christliche Community, ja, und an die ganzen Geschwister und Brüder. Sei es Freikirchler, sei es Evangelium, sei es katholisch, sei es Orthodoxie. Ich will euch nur eine Sache sagen, Leute. Hört auf, miteinander zu streiten.
Ja, das muss mal für alle mal aufhören. Das ist das Problem, warum uns gewisse Parteien angreifen, weil sie sehen, ah, schaut euch mal an, die Christen streiten untereinander. Hört auf damit, Leute. Wir sind alle Brüder und Geschwister. Lasst es. Tut mir bitte diesen Gefallen, weil es gibt gewisse Parteien, die lachen im Hintergrund, die nehmen das auf und gehen in deren Stream und lachen sich kaputt. Hört auf damit, Leute. Wenn irgendeiner eine falsche Lehre predigt, ja, dann schreiben wir dieser Person an und sagen, hey Leute, hört zu, oder die Person an und sagt, hey, hör mal zu, das, was du da gesagt hast, das ist nicht richtig. Aber wir beleidigen unsere Brüder und Geschwister im Glaube nicht. Hört auf damit. Habt ihr jemals gesehen, dass ich einen Bruder im Glaube beleidigt habe oder sonstiges? Nein, das werdet ihr bei mir nie sehen. Entweder ich schreibe der Person privat oder ich gehe der Person ganz aus dem Weg. Aber Leute, hört auf zu beleidigen. Hört auf, eure eigenen Brüder und Geschwister zu beleidigen. Bitte tut mir diesen Gefallen. Das ist ja schrecklich. Ihr dürft untereinander nicht streiten. Und wenn der andere ein Problem hat, ja, schreibt bitte privat. Das soll hier keiner erfahren. Merkt euch das. Vor 200 Leuten sage ich das, Leute. Tut mir bitte diesen Gefallen von ganzem Herzen. Flex. Ja. Ja, Inri wollte noch zu Ende sprechen, ja, dann kannst du reden. Flex, sofort. Inri, ich möchte, bevor du weiter erzählst, ich möchte nur zu deiner Aussage nur was intervenieren und habe eine Frage an dich, Inri. Du hast gerade gesagt, dass Gott nicht einfach so die Sünden verzeihen kann. Jetzt frage ich nochmal die Frage, Inri. Steht das nicht im Widerspruch zu den Eigenschaften, die Gott im Christentum hat? Und zwar wären das zwei Stück, einmal Barmherzigkeit und Allmacht. Weil wenn er allmächtig ist, kann er alles. Genau, ich kann deine Frage jetzt nicht so genau beantworten. Ja. Nur die Sache ist, zu dem Kontrapunkt dazu, er kann schon Sünde vergeben, nur die eine Sünde, dass Adam das Gebot gebrochen hat, das konnte er aus dem bestimmten Grund nicht vergeben, weil er gegen die Herrlichkeit sozusagen gesündigt hat und sich somit den Tod versprochen hat. Also Gott hat seine Kreation vollendet und die Kreation hat gesündigt. Das heißt, sie waren für das Höllenfeuer bestimmt. Da konnte Gott sie nicht einfach so wieder rausholen. Aber Gott ist so barmherzig und hat gesagt, ich gebe euch noch eine Chance, tut das und ihr werdet wieder in den Himmel mit uns, also mit mir sein. Und genau diese Ringe, die ich halt gesagt habe, es gab viele, aber ich wollte gerade explizit auf die eine Regel gehen, nämlich, dass einer der Söhne den Teufel besiegen wird. Genau, und wenn wir uns das angucken im Alten Testament, in vielen Büchern, man dachte, Moses ist vielleicht der Sohn, der den Teufel besiegen wird, aber er hat dann ja auch gesündigt. Dann, man dachte Abraham, man dachte David, man dachte viele, also viele dachten, sie wären jetzt der Sohn, aber viele haben dann gesündigt und sind dann zum Fall gekommen. Und dann hat ja auch Jesaja angefangen, von dem Sohn zu sprechen, und dort hat er auch Jesus ganz klar prophezeit, also in seinem Buch. Und dieser Sohn, der den Teufel besiegen wird, sozusagen den Tod besiegen wird, der für die Menschen vorgeschrieben war, das wurde dann Jesus Christus. Und das ist seine einzige Aufgabe, seine Aufgabe gewesen am Kreuz, nämlich den Tod zu besiegen. Indem er gestorben ist und von den Toten wieder auferweckt wurde, hat er den Teufel besiegt. Der Teufel hat keine Macht mehr über uns, weil Jesus ist gestorben und Jesus ist auferwacht. Der Tod hat uns nichts mehr zu bedeuten. Nach dem Tod, wir wissen ganz genau, dass wir wieder in den Himmel kommen können, durch den Sohn. Aber weil das kein Mensch konnte, war das im Plan Gottes, dass er seinen Sohn schickt und dass er dazu, also dass er seinen Sohn schickt und sozusagen sich selber schickt, dass er selber auf die Erde gehen wird und uns zeigt, wie wir es eigentlich machen. Aber ganz kurz, Inri, aber damit wir diese Sache mal zu einem Punkt bringen, weil gleich wird es kommen. Ja, aber warum? Wer ist der Vater? Du kannst auch die Dreieinigkeit noch gerne erklären, wenn du möchtest. Also, damit Flex, wir Flex, auch Flex, ganz kurz, bitte. Inri und Flex. Ich habe das, Flex, wir hatten das Thema wirklich schon stundenlang gefühlt gehabt mit der Dreifaltigkeit.
Also ich habe eine eigene Meinung dazu. Ich habe nur eine Frage so an euch, allen Christen. Wenn in der Bibel steht, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, wieso hat er nicht einfach gesagt, er hat sich selber geschickt? Wieso hat er das so formuliert, dass er seinen Sohn schickt? Weil Flex, wenn du deinen Sohn zum Einkaufen schickst, sind das ja zwei. Du schickst deinen Sohn zum Einkaufen. Warum, wenn du selber einkaufen gehen würdest, dann würdest du sagen, ich gehe einkaufen. Also warum ist das so formuliert? Genau, weil der Sohn, wie gesagt, Sohn der Menschheit, von dem im Alten Testament gesprochen wird, er hat gesagt, er hat seinen Sohn geschickt, weil das ja die Aufgabe war von einem Sohn. Er hat ja gesagt, ein Sohn wird kommen und wird das und das tun. Deswegen sagt er, ich habe meinen Sohn geschickt, weil das die ja. Aufgabe des Sohns ist. Er hätte auch sagen können, ich habe mich selber geschickt, aber er redet in dem Sinne, dass er darauf andeutet, dass der Sohn gekommen ist und dass der Sohn die Sünden vergeben wird. Ja, aber da hätte er doch einfach sagen können, ich gehe dahin, also ich komme als Jesus zu euch oder was auch immer. Er hätte das machen können. Er hätte auch die drei Wörter sagen können, ich bin Gott, aber das hat er nicht. Er hat klipp und klar seine Intention trotzdem dargelegt. Und aber warum wird das dann so interpretiert, dass Gott trotzdem eins ist, obwohl in der Bibel steht, dass Gott einen Sohn schickt? Weil es wird ja davon gesprochen, dass irgendwer irgendwen schickt. Ja, du weißt ja ganz genau, dass wir in die Trinität glauben. Ja, deswegen sag ich. Islam Bayern. Flex, dein Chat schreibt die ganze Zeit Islam Bayern, aber guck mal, an den Chat und an Leute, ich bin Muslim, Wallah, ich bin nicht Islam Bayern, ich schwöre bei Gott, dass ich nicht Islam Bayern bin. Okay, alles gut. Das geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack, also keine Ahnung, wenn ich Islam Bayern wäre, würde ich mir das zeigen, der ist ja eine öffentliche Person, ich bin nicht Islam Bayern. Okay, ich wollte schon sagen, okay. Ich habe ja vorhin am Anfang des Streams schon gesagt, dass Leute zu da reinschreiben, Islam Bayern, Islam Bayern. Okay, weil das wäre schon ein bisschen cringe. Aber ja, warum machst du nicht deine Kamera an? Ja, ich zeig mich im Internet. Ja, ich bin bei Flex davon gesehen, habe ich mich noch nie gezeigt, das weißt du. Ja, okay. Ja, Inri, sorry, das war der Chat jetzt schuld. Genau, ja, kein Problem. Formulier noch einmal deine Frage, weil ich. Nee, ich habe nur gesagt, weil. Im Christentum heißt es ja geschrieben, dass irgendwer irgendwen schickt. Man hätte ja auch ganz einfach machen können, verständlich für alle Menschen, ich bin zu euch als Fleisch gekommen. Ja, und nicht. Ja, aber das haben wir dir ja perfekt erklärt. Das ist ganz einfach zu verstehen. Das ist ein Verständnis. Guck mal, das ist ja ein Verständnis, den du ja bringen musst, weil das Problem ist, mir ist aufgefallen, du willst es nicht verstehen. Obwohl wir dir das so super erklärt haben, du willst es ja gar nicht aufnehmen. Deswegen habe ich gerade gesagt, das Thema mit der Trinität hatten wir schon wirklich stundenlang. Deswegen will ich auch, deswegen kommen wir sonst nicht zum Punkt. Ich habe nur meine Frage war nur, warum die Christen das anders interpretieren, wenn ganz klar steht, dass ein Gott einen Sohn schickt. Warum das dann anders interpretiert wird, als ja, aber, genau da geschrieben ist. Was denn genau anders? Ja, weil, TC, in dem Sinne, es heißt ja, Gott hat seinen Sohn geschickt, aber ihr sagt trotzdem, dass es immer nur einen Gott gibt. Weil wenn du hast die Dreieinigkeit, du hast es nicht verstanden. Doch, ich habe es verstanden. Ich kann es erklären, ich erkläre es. Die Dreifaltigkeit. Ich kann es erklären. Die drei, also Sohn. Warte, lass mal erklären. Ich erkläre es so, wie du es erklärt hast, Flex. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die drei sind dennoch eins. Das hast du mir immer gesagt. Also es ist trotzdem ein Gott, aber dieser Gott besitzt die drei Eigenschaften der Dreifaltigkeit. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist. So, das hast du mir immer so erklärt und das habe ich auch so verstanden. Das Thema ist auch abgehakt. Es geht nur darum, um die Wortwahl. Warum das halt so interpretiert wird. Weißt du, was ein Gleichnis ist? Ja. Was ist denn ein Gleichnis? Erklär mir das. Gleichnis, also ich würde sagen, das ist einfach, keine Ahnung, wenn ich Sachen vergleiche vielleicht, oder ist das doof? Also dann erklärst du mir, Flex, keine Ahnung. Oh, Abu. Oh, das Thema hatten wir schon so deswegen, oft. Lass lieber nicht darüber reden, sonst endet das wieder bis in die Nacht.
Nein, wir streiten ja nicht. Wir streiten ja nicht. Ja. Wir sind ja sehr, sehr respektvoll zueinander. Wir streiten ja nicht. Ja. Und es ist ja auch okay, wenn du hier hochkommst in den Stream. Es hat wohl auch seinen Grund, warum du jedes Mal hier hochkommst bei mir. Und es ist ja auch okay. Ne? Aber ich möchte einfach nur, dass du eine Sache verstehst. Der Herr Jesus Christus liebt dich. Und ich habe dir auch gesagt, wirklich, wenn du schlafen gehst, frage, wer Gott ist. Und ich bin fest davon überzeugt, du wirst eine Antwort kriegen. Frag einfach, mach es. Hab keine Angst davor. Nee, ich hab keine Angst. Also ich habe nicht verstanden, was er will. Also was an ihm stört, an dieser Treffendigkeit. Tissi, doch mal, Bruder. Ich habe nicht verstanden. Ich habe immer noch nicht verstanden, was dich daran stört, an dieser Dreieinigkeit. Weil ich, also jetzt nicht ausrasten, ja, aber ich bin davon überzeugt, ja, dass, wenn es geschrieben ist, Vater schickt seinen Sohn, dass der Christentum ab dem Punkt keine monotheistische Religion mehr ist. Jesus ist das Wort von Gott. Verstehst du daran? Verstehst du es? Dass Jesus Wort Gottes ist? Ja, also Gott schickt sein Wort ins Fleisch. Das ist Jesus. Schau mal, was weißt du eigentlich über Gott? Ich meine, Wie tust du dir eigentlich Gott vorstellen? Ich meine, du Leute, kannst doch nicht davon Leute, ausgehen. Ernsthaft, ganz kurz, ich mache nur noch 10 Minuten, weil ich habe jemanden, der auf mich ganz dringend wartet. Der wartet jetzt schon, ich bin schon 20 Minuten drüber. Ja, ich spiele Roleplay ein bisschen mit dem Kumpel, deswegen, alles gut. Ganz kurz, dann will ich noch einmal dann diese Frage noch beantworten und dann bin ich auch raus. Oder? Aber TC wollte reden. Ich will, dass TC redet, weil der war die ganze. Hat mich ja was gefragt. TC hat mich ja was gefragt. Ach so, okay. Ja, ich war noch nicht zu Ende. Also sorry, tut mir leid, TC. Ja, kein Thema. Und zwar, ich wollte ja, ja fragen in der Hinsicht, wie kannst du dir überhaupt vorstellen, dass du mit deinem Verstand Gott begreifen willst in seiner Existenz, was er kann und was er nicht kann. Okay, ich versuch's dir und bitte zuhören. Das dauert auch nur eine Minute. Ich erklär's dir und ihr dürft bitte nicht dazwischen reden, sonst, also ich muss mich konzentrieren, das zu erklären. Eine Minute, okay? Mhm. Das Verständnis von Gott, von einem Schöpfer, ist bei mir so. Der Schöpfer, an den Gott, an den ich glaube, der ist unabhängig, allmächtig, ja, und einzigartig. Und zwar der muss nur einzigartig sein, sonst funktioniert das System der Physik und der ganzen Welt einfach nicht. Ich erkläre es dir, TC, Flex und alle anderen. Ich mache euch ein Beispiel, damit ihr das versteht. Der Bruder Flex, der kommt zu mir und sagt, ey Abu, mein Auto ist kaputt. Kannst du mir das reparieren? Ihr sagt, Flex, kein Problem. Ich hole den Inri, der hat ein bisschen mehr Ahnung, der kann das reparieren. Der Inri sagt aber, ey, das Problem ist ein bisschen zu komplex, ich hole den TC. Und diese Kette geht immer so weiter, dass immer irgendeiner einen rufen muss, um Flex Autos zu reparieren. Aber wenn diese Kette so immer weiter verfolgen, bis ins Unendliche, wird es nie dazu kommen, dass der Flex sein Auto repariert bekommt. Das heißt, der Gott, an den ich glaube, der hat weder Anfang noch hat er Ende. Weil wenn es so wäre, würde die Welt hier nicht existieren. Deswegen habe ich ein Riesenproblem und ich bin davon überzeugt, dass das Christentum nicht monotheistisch ist. Aber warte mal, du hast... Okay, ganz kurz, Leute. Ganz kurz. TC, du kannst gleich reden. Ich möchte den... Abu, kurz was zu den drei Einigkeiten sagen. Hat jemand kurz die Bibel bei sich? Ja. Wer hat die Bibel? Inri, hast du die Bibel bei dir? Ja. Bitte, mein Bruder, danke schön. Okay. Mach mal Matthäus 28, Vers 19 auf. Ach, sofort. Richie, Bruder, danke schön, Bruder. Hör auf, Bruder, danke schön. Nein, alles gut. Ja, mein Bruder, der Bruder wartet die ganze Zeit auf mich, aber ist nicht so schlimm. Ich mache ja noch 10 Minuten Bruder, durch und dann... So, welcher Vers nochmal? Matthäus 28, Vers 19. Lies uns das bitte ganz laut vor und dann kann TC gleich reden. Okay. So, Matthäus 28. Ja, ich komme danach nochmal live, Leute. Darum, geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern.
tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Weiter? Oh, weiter? Bei mir geht's nicht weiter. Bei mir ist das nächste Buch Markus. Markus ist das. Erste Kapitel, um was geht's da nochmal? Ja, genau. Erste Kapitel Markus, Johannes der Täufer. Genau. Jetzt genau wird der Täufer erklärt. Okay, gut, das passt. Das ist der Matthäus. Okay, das war die Dreieinigkeit. Okay, perfekt. Perfekt, das passt. Ja, Abu, das ist, glaube ich, schon mehr als gesagt. Ja, Flex, wieder mal eine spannende Unterhaltung. Ja, natürlich. Das ist auch ganz wichtig. Du sollst ja auch die Wahrheit, erkennen. Ja. Du sollst ja nicht der Lüge folgen. Ich weiß, ich sag dir ganz ehrlich, das Christentum zu verstehen ist nicht immer einfach, aber es ist die Wahrheit. Das ist das, was ich dir sagen kann. Es ist die Wahrheit. Und du musst dir vorstellen, einer, der ein Augenzeuge ist von Jesus Christus, die alle gesehen haben, wie er am Kreuz gestorben ist, und dann 500 bis 600 Jahre später kommt einer, der dann plötzlich den Christentum widerlegt und sagt, oder widerlegen möchte, und sagt dann, hey, hör mal zu, das Christentum ist falsch, denn der Islam ist die wahre Religion. Mhm. Überleg mal, was ein Fehler der Gott gemacht hat. Er hat es 500 bis 600 Jahre zugelassen, dass die Tora, die ist ja angeblich verfälscht. Ja. Du kannst nicht an sowas glauben. Das ist, denn hat Gott so viele Fehler gemacht, bis zum geht nicht mehr. Und wenn man heute noch sagt, die Bibel sei verfälscht, weil im Koran steht ja auch ganz klar drinne, du musst an die Tora glauben. Ja, okay, ja. An die Bibel. So, wie willst du aber an eine Bibel glauben, wenn sie ja verfälscht ist? Das heißt also, Gott hat schon mal im Koran gelogen, weil du kannst ja nicht an die Bibel glauben, weil sie ist ja verfälscht. Ja. Ja? Aber du wirst nirgendwo im Koran ein Vers finden, wo es besagt, dass die Tora verfälscht ist. Mhm. Und da merkt man einfach, dass der Satan von Anfang an ein Lügner war. Ja, und du darfst den Satan nicht zum Vater nehmen, denn er war von Anfang an ein Lügner. Der Satan ist weder mein Vater, noch ist Gott mein Vater. Ich versuche dir etwas durch die Blume zu sagen. Ja. Das ist mein Wort, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich habe dir gerade eben etwas durch die Blume gesagt. Jetzt kann ich sie reden, sorry. Ja, ja. Schau mal, Flex, du findest sogar diesen selben Paradox in der Kreuzigung von der Sichtweise des Islams. Guck mal, wir haben auf der einen Seite diese Kreuzigung, die durch Pontius Pilatus freigegeben worden ist für die Juden. Also die Juden haben ihn ja beschuldigt wegen Blasphemie. Er hat sich ja Gott gleichgestellt, der Jesus. So, das heißt, wir haben eindeutig eine Sünde hier. Und für diese Sünde muss jemand sterben. So, aber laut Islam heißt es, dass niemand für die Sünden anderer sterben kann. Aber gleichzeitig sagen die auch, dass es ihnen so erschienen ist, dass da Jesus am Kreuz hing, aber in Wirklichkeit jemand anderen war. Das heißt, jemand anderen hat für die Sünden von Jesus bezahlt, obwohl es eigentlich nicht der Fall sein darf. Ja, das muss man erstmal begreifen. Ne? Ja. Mhm. Absolut, absolut, Tisi, da bin ich ganz, ganz deiner Meinung, absolut. Ne? Das muss man auch verstehen können, ne? Man sollte ja keine falsche Lehre folgen. Und falls du ja gemerkt hast, Abu, es ist ein friedlicher Stream. Du kommst hier rein, wir können reden. Wir haben noch nie gestritten, das war immer alles sehr human abgelaufen. Ja, weil du bist ja nicht von der anderen Sorte, die hier reinkommen und so fleischig werden, weil du bist ja ganz normal. Ich finde für einen Moslem sehr ungewöhnlich dein Verhalten, bin ich ganz ehrlich. Du bist sehr, sehr ruhig. Ja, nicht jeder ist halt so gechillt, ne? Also, ja. Kann ich noch abschließende Worte haben? Ich will mich verabschieden. Okay, ja klar. Okay. Abschließende Worte. Erstmal danke an alle Christen, ne, dass man sich ganz normal mit euch unterhalten kann. Ich muss euch leider enttäuschen. Ich bleibe Muslim. Ich hoffe, ich bleibe für immer Muslim. Ich bin sehr überzeugt in meiner Religion. Und der Koran, ich möchte eine Zeile aus dem Koran zitieren. Der Koran fängt an, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Der Koran hat weder Fehler, noch hat er Widerspruch. Und ich bitte euch auch, Christen,
dass ihr Widersprüche findet. Und bis im nächsten Stream besprechen wir die Widersprüche. Ja, warte, okay. Ich kann mir sogar eingehen. Nein. Warte, Leute, langsam. Ja, oh ja. Gott, langsam. Oh Gott, ja. Keine Eskalation hier. Also, Abu, ich werde dir 6 verschiedene Kapitel mit komplette Widersprüche werde ich dir morgen hier einblenden. Das ist kein Problem. Perfekt. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du das siehst, du wirst auf jeden Fall direkt konvertieren, sage ich dir jetzt schon. Aber keiner sagt, dass du es musst, sondern ich werde dir beweisen, dass der Koran voller Fehler ist. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich werde nichts aus dem Kontext ziehen. Okay. Nichts werde ich aus dem Kontext ziehen. Okay. Ich werde die Verse ganz genau rausholen und dir zeigen, um was es geht. Und dann wirst du sehen, dass sich diese 2 Sachen komplett widersprechen. Ja, ich werde es dir morgen beweisen. Ich werde es dir morgen zeigen. Ist gar kein Problem. Und du wirst auch erkennen, da ist wirklich, das sind krasse Widersprüche. Und ich meine damit wirklich krasse Widersprüche. Mhm. Die sind sogar eindeutig. Okay. Und ich bin gespannt, was du davon hältst. Okay. Ich werde es dir morgen auf jeden Fall zeigen. Ist kein Problem. Und Flex, und ich würde mir auch einmal einen Fitnessstream wünschen. Ein Fitnessstream? Ja. Ja, wenn die Leute das wollen, gerne. Warum nicht? Okay, macht's gut. Ne? Schönen Abend noch. Wir sehen uns. Also, wir sehen uns. Ciao, ciao. Schönen Abend. So, Leute, TC, Bruderherz, vielen Dank, dass du da warst, ja, und an meinen ghanesischen Bruder mit dem Blackscreen. Clips, hat mich auch gefreut, dass du da warst, und Inri, hat mich auch gefreut, dass du da warst, und ihr seid wunderschöne Menschen, ne? Bleibt weiterhin in der Liebe. Und ihr wisst ganz genau, manchmal ist der Flex immer, hat immer einen Clown gefressen. Ich mache mich immer wegen gewissen Sachen mache ich mich immer lustig, aber nichtsdestotrotz gibt es auch Tage wie heute, wo ich auch sehr, sehr ernst bleiben kann. Und auch, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, Leute, bleibt in der Liebe. Und TC, habe ich dir gesagt, ich habe mich mit dem Holi getroffen. Mit dem Bruder Holi. Oh. Ehrlich? TC. Ja. Ist TC noch da? Hörst du mich? Bruder? Jetzt höre ich dich. Ich habe mich mit dem Bruder Holi getroffen. Ich bin begeistert. Also ich hab... Ja. Und auf jeden Fall, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. Ja. Also... Ist schon krass, was man so für Sachen mitkriegt. Naja, ja, ansonsten, Leute. Ja, TC, dein Internet ist ganz schlecht, TC. Ich glaube, du bist abgehakt die ganze Zeit. Ja, TC, sein Internet ist ganz, ganz... Ja, er leckt. Ja, verstehe es auch nicht. Ja, alles gut, TC, schreib dir einfach eine Nachricht. Alles gut. Ja, also gut, Leute, dann würde ich sagen, ich liebe euch von ganzem Herzen, fühlt euch alle gedrückt, ja, schlaft gut, an meinen ghanesischen Bruder da unten mit dem Blackscreen, hey, Odeh Bema, Shinima Yu. Ja, Gottes Segen, alle, die hier drin sind, ne? War schön, ja. Mit euch zu reden. Ja, Gottes Segen, meine Herren. Gottes Segen. Also, Jungs, ciao, ciao, ich gehe jetzt mal ein bisschen Roleplay spielen. Ciao. Schönen Abend. Jo, dir auch, Bruderherz, dir auch. Also an die ganze Community, schlaft gut und vielleicht bis später. Ciao, ciao.